Und wie ich mich heute darüber lustig mache, über so toxische Männlichkeiten, ist eigentlich eh ganz lieb. Aggressiv irgendwen anpöbeln auf der Straße, das erwärmt mein Herz. I love it. Ich treffe gleich Kerosin 95 und die Musik ist von zart bis knallhart, auf jeden Fall hart am Start. Ich freue mich, den Hatern den Mittelfinger zeigen und die neue EP heißt Transagenda Dynastie. Geiler geht nicht. Hi Cam. Hey, Sass. Alles gut? Moin. Darf ich dich mit durch Hamburg nehmen? Bitte gern. Gut. Ja. Ich freue mich. Oh, wir haben so viele tolle Verknüpfungspunkte und ich habe so selten die Gelegenheit, über unsere Themen zu reden. Deswegen freue ich mich umso mehr. Ja, ich mich auch. Dein EP-Titel, damit hattest du mich schon. Mhm. Completely hooked. Transagenda Dynastie. Ist das eine kleine Ansage auch? Ja, ich glaube, ich brauche gar nicht so viel machen dafür, dass es eine Ansage ist. Also jetzt nicht so, ich mache nur Ansagen, sondern ich glaube, Leute sagen mir ja so, was ist das für eine Agenda und wie gemein, dass du da jetzt existierst, so voll anstrengend. Und ich bin so, hi, darf ich auf die Bühne und mein Geld verdienen? Also das passiert von allein. Ja. Ja, ist nicht meine Idee. Also der Titel kommt ja von außen. Ich habe ihn nur worauf gepackt und das ist dramatisch genug. Also, und fand es irgendwie lieb. So Transagenda-Dynastie. Das kriegst so gleich so ein Brocken und alle sind gleich, genau, sind gleich so beleidigt deswegen. Was ist deine Intention, wenn du Musik machst? Also ich glaube, es ist ja schon Raum einnehmen, Raum kreieren. Und dann sind wir eigentlich schon beim Thema Safe Spaces. Mhm. Also, die Musik, die du machst, hätte mein junges Ich damals auf jeden Fall gebraucht. Mhm. Ist es auch ein bisschen so, wie du es verarbeitest? Wäre es das gewesen, was du gerne gehört hättest? Ja, also ich glaube, ich mache es schon für so mein Baby-Trans-Me, auf jeden Fall. Und auch einfach, weil es bockt. Also wenn ich jetzt grundsätzlich denke, Bissen macht Bock, nach oben treten macht Bock. Ich habe auch keine andere Wahl, als nach oben zu treten. Also wenn ich jetzt mit nach oben treten meine ich, weiß ich nicht, alle Leute, die privilegierter sind als ich, zu dissen und halt meine Enemies zu shamen, mich drüber lustig zu machen. Das mache ich jetzt auch nicht nur aus Fun und weil mir so fad ist, sondern auch, weil ich das Gefühl habe, das ist meine Art von Kampf, von, ja, also ich habe dann schon auch mal wieder Bock, einfach Songs zu machen übers Nasenbohren und Dancen und irgendwas. Aber es wird ja zum Politikum trotzdem gemacht. Also es ist irgendwo auch egal, was ich jetzt bringe, weil Transmenschen in der Industrie sowieso politisiert werden. Also ich politisiere mich ja nicht selbst eigentlich, sondern ich reg mich nur darüber auf, dass ich gern zum Beispiel in dem Club gern entspannt Party machen möchte. Und das reicht ja schon an Info. Weißt du, was ich meine? Also wenn das schon Raum einnehmen ist anscheinend, dann ist es wohl Raum einnehmen. Welche Themen in der Musik sollten denn überhaupt noch mehr Raum bekommen? Was würde dein Baby-Me noch so lostreten? Themen. Also ich glaube, themenmäßig gibt es für mich jetzt nicht so Dinge, wo ich sage, ach, das wäre voll wichtig zu hören, sondern mir geht es vor allem darum, wer ist hier? Wen sehe ich? Wer ist im Line-Up, wer ist auf den Bühnen, wer ist auch Backstage, wer sind die TechnikerInnen? Und jetzt gendere ich gerade TechnikerInnen, aber eigentlich, also ich kenne jetzt nicht viele TechnikerInnen oder so. Also vor allem geht es mal um Grundrepräsentation von, ich kannte überhaupt keine queeren Artists als Kind oder als jugendliche Person. So, hier fangen wir schon mal an, das war ja schon traurig genug. Ja. Und dann, dass dann überhaupt mal Inhalte kommen, also für mich geht es so zuerst um das, okay, wer ist hier? Viele verschiedene Leute sollten hier sein, sollten auf den Bühnen sein und dann kommen die Inhalte, weil die Menschen bringen die Inhalte mit. Ja, und auch wenn es eine queere Person ist, die einfach einen Love-Song schreibt, das ist schon das politischste ever, queere Liebe. Das ist ein gutes Beispiel, weil wenn ja Cis-Menschen über Liebe singen, singen die über Liebe. Wenn queere Menschen über Liebe singen, ist es plötzlich queere Liebe. Voll. Oder dann wird es halt gelabelt, dann wird es tokenized, dann wird ein Ding draus gemacht, dann wird drüber gesprochen, dass es
dass sich alle immer so viel Raum nehmen müssen, obwohl es halt eigentlich nur Basic Präsenz ist. Ja. Und das ist halt spannend. Also es ist auch ein Unterschied, wenn ich wo reinsteppe, wenn Sissis wo reinsteppen, wenn weiße Hetero-Macker wo reinsteppen. Voll. Wer hat schon Raum, wer hat nicht so viel Raum oder wer muss sich den Raum erstmal nehmen? Also so, ja, wie anstrengend, ja, sind überhaupt diese Starts erst? Und wer regt sich über was auf? So, oder? Wen stört jetzt meine Präsenz in einem Line-Up? Oder wer denkt sich so, wow, so toll, dass hier mal irgendwie Trans-Leute am Start sind? Also für wen ist es auffällig, für wen ist es gut oder schlecht auffällig? Weißt du, was ich meine? So, ja. Naja, leider Gottes weiß ich komplett, was du meinst, ja, weil ich es eben primär in der Medienwelt erlebe, aber diese Blockaden oder dieses, oh, wir haben da schon eine Transperson, ich weiß nicht, ob wir uns noch mehr trauen, und ja, ich denke mir so, Leute, mehr Menschen ist mehr, es ist wundervoll. Voll. Und Musik ist Musik und Liebe ist Liebe. Ja, voll, leider ja eben nicht. Genau. Das wäre ja geil, aber leider ist es eben nicht so. Und ich finde, das macht es immer so problematisch. Ja, und dass wir halt überhaupt erst dorthin kommen, da fängt es halt an. Also ich zum Beispiel werde voll oft gebucht für Festivals, genau damit sie eine Quotentransperson haben. Aber ich verdiene halt so meine Miete und denke mir halt so, okay, danke fürs Tokenizen. Ich, ja, meine, wenn, ja, das Geld passt, voll gern, weil, ja, that's how I exist. Financially, structurally, weitläufig wäre es halt und nachhaltig wäre es halt cool, wenn ich halt mal Backstages teilen würde, nicht nur mit dann noch zwei coolen weißen Cis-Frauen, die waren auch eingeladen, sondern vielleicht, ja, nicht nur mit weißen Leuten, nicht nur mit ablisierten Leuten und vor allem nicht nur mit Heten und Cissis. Das ist halt irgendwie, also ich finde es halt langweilig. Ich finde es ja so krass, für wie viele Themen Raum und Platz ist in der Rap-Szene. Mhm. Also ob jetzt sexualisierte Gewalt, Bodyshaming, viel schlechter Umgang, aber es ist so unfassbar wenig Raum für unsere Themen. Mhm. Wie empfindest du das? Ja, ich empfinde das auch so, beziehungsweise werden unsere Themen zum Thema gemacht oder irgendwer stört sich dran, wo, ja, ich mir denke so, hä, kann ich nicht einfach übers Feiern rappen, ohne dass irgendwer sagt, oh, jedes Mal, immer müssen sich diese Trans-Leute so aufregen über das und das. Und ich denke so, hä, ich habe nur darüber geredet, wie ich feiern gehe mit meinen Leuten und irgendwie Macker anpöbel, also ganz basic und höflich eigentlich. Ja. Und wie ich mich halt darüber lustig mache, über so toxische Männlichkeiten, ist eigentlich eh ganz lieb. Und Leute sind dann immer so komplett allergisch gefühlt drauf. Voll. Und das ist halt so ein Zeichen von so, wow, also wenn es das jetzt noch 100-mal gäbe, wenn das 100-mal öfter rauskommt, dann wird es ja irgendwann nicht mehr so spannend, also nicht mehr so aufregend oder aufbrausend für die Mehrheitsgesellschaft zum Beispiel. Dann ist es nicht so viel Thema. Ja. Unsere Themen sind dann nicht so ein großes Ding immer oder werden nicht so groß aufgezeichnet. Gibt es dir auch so unfassbar viel Kraft, wenn sich dir Leute in den Weg stellen oder sagen, oh nee, das wird so nichts, weil das ist, also das ist mein Fuel? Kerosin. Mhm. Aber wenn du jetzt meinst, es ist dein Fuel, wie geht's dir dann? Also meinst du so, du bist dann voller Energie und so aggressiv motiviert, nee, und so? Nee, also ich habe ja schon, also dann habe ich erstmal so ein richtiges Tief, ja, und dann habe ich natürlich aber meine Crew um mich rum. Ich glaube, das ist das A und O. Voll, also voll geil. Ich wünschte, ich hätte das jeden Tag so als Pfeffer und so zum drüber streuen über meine Seele, meine Verletzte. Ja, ich glaube, die kann ich gut covern manchmal, voll, aber ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also dieses Selbstbewusstsein oder diese Kraft, die schöpfe ich ganz ehrlich vor allem über meine Libis. Das Wort Libis ist für mich meine engsten Menschen und meine meisten engsten Menschen sind selbst trans. Und wir können uns nur ständig irgendwie bekräftigen oder trösten oder aufbauen oder eben aggressiv irgendwann anpöbeln auf der Straße. Das erwärmt mein Herz. Deswegen ist für mich so das Schönste, sind so aggressive Flinters im Rap. Also genau, Flinters, Frauen, Lesben, Transpersonen, Agender, nichtbinäre Leute. I love it. Die alle einfach so auf die Fresse wollen. Also ich meine jetzt auch nicht nur verbal, weil alle, ja, ja, dann immer, ja, so, oh, auf die Fresse? Aber wenn du zum Beispiel, ja, Turfs, transfeindliche Leuten auf die Fresse geben willst, dann ist das ja voll gewaltvoll. Und ich bin so, naja,
Ja, also ich muss ja darauf antworten. Also weißt du, und das ist für mich, das bestärkt mich voll oft. Ich brauche das leider. Ich brauche so Leute, die echt sagen so... Ja, also ich meine, sobald mich eine Person verbal beleidigt, dann bin ich ja emotional davon auch angegriffen. Ja. Und da fehlt mir oft das Wording. Und da wäre dann zum Beispiel der Moment, wo ich eigentlich deine Songs auf Speaker machen müsste. Ja. Weil du kannst nicht immer für dich selber antworten. Und wenn voll. Du alleine bist, es geht gar nicht. Ja. Also ich habe mich auch schon mal versucht, so einer TERF zu stellen. Ey, die hat mich umgehauen mit Worten, wo du einfach nicht weißt, ja. wohin. Und dann kann ich argumentieren, aber ich versuch's halt einfach. Mein Auf-die-Fresse-Modus ist quasi mit... Ich versuche aufzuklären, viel aufzuklären. Voll. Aber ich mache halt nicht deine Musik, sondern ich mache mein Beat dann irgendwie anders. Ja. Aber es ist halt super wichtig. Und ich glaube, wir wissen beide, wie viele Trans-Kids, aber auch tolle Supportive-Eltern da draußen sind, die genau das brauchen, was du machst. Mhm. Auch wenn die Leute sagen, oh, ich glaube nicht, die großen Labels trauen sich das nur nicht. Dann sollen sie sich nicht trauen. Die Musik wird trotzdem gehört von den Menschen, die das brauchen. Voll. Und das... Kann ich hier nochmal sagen, aber ich hätte es gebraucht, als ich klein war. Aber ich bin trotzdem ja. genauso froh, dass mein 32-jähriges Ich dich heute ja, kennenlernt. Oder ebenfalls. Voll. Das ist super wichtig. Und ich denke mir so, die Kämpfe werden so unterschiedlich geführt. Also ich habe ja auch nicht immer die gleiche Attitude von so Transgender-Dynastie oder so. Das nee. Ist ja voll anstrengend, das zu machen. Meistens bin ich eigentlich nur voll traurig und verletzt und sitze so irgendwo und heul oder brauche halt sehr viel Trost. Und aus der Verletzlichkeit muss ja tragischerweise so viel Kraft entstehen. Also das ist ja, ja echt so, ich habe das Gefühl, wenn ich nicht mich ständig auftrainiere, so inhaltlich und mich ständig nicht auseinandersetze, dann kann ich sowieso nicht überleben. Ja. Also wenn Leute dann sagen so, oh, ist das interessant oder so, du setzt dich mit so vielen Dingen auseinander, so mit Identität, das ist ja sowas Schönes, aber voll, es ist hauptsächlich Survival, so ganz ja, plain. Ja. Und ja. Absolut. Dein Cover, was hat dich inspiriert? Was hast du? Ja, ja also me. Hier große Props an Lena Kutzmich, weil ja. das ist Lena Kutzmichs Kunst. Lena ist eine Grafikperson in Wien. Das ist so komplett Lenas Style. Und wir hatten nur gemeinsam so gebrainstormt und halt an irgendwas Dystopisches gedacht. Also je größer, je krasser, desto besser. Von so eine Transperson in der Hölle. Also wenn quasi Leute auch so sagen, so ja, Leute kommen dafür in die Hölle oder irgendwas ist sowas Böses, Schlimmes und ich denke so, nein, ich bin eh schon hier oder keine ja. Ahnung, so you're welcome. Ja. Das ist so, also für mich war es so die Dystopie von transfeindlichen Cis-Personen, it's me, also so, das ist das Schlimmste, was euch passieren kann, bin ich. Also so, ich mache mir hier mit selbst das Kompliment und halt wieder ein Dagegenkämpfen irgendwie so. Und dieses Cover war, glaube ich, einfach nur gedacht, so üppig wie möglich und Gemma und Latex und Schwarz und Flammen und dann bin ich noch so auf Flammen in den Händen, Flammenschuhe und so. Ja, wie der Titel halt, komplett übertrieben, aber ist auch, ja, bockend. Ich glaube, es ist so, wenn schon, denn schon. Ja, genau, so richtig schön groß. Was denkst du so über Line-Ups und Festivals? Ich denke sehr viel Schlechtes drüber. Na, hau raus, das sind wir hier. Also ich fände es voll langweilig. Es gibt jetzt langsam, habe ich das Gefühl, seit ein, zwei Jahren Festivals, die sich aber auch politisch radikal, linksradikal, feministisch und queer positionieren und coole Lineups aufstellen. Aber ich kenne persönlich wirklich wenige Festivals oder Veranstaltungen im größeren Stil, die etwas rausbringen, wo ich mir selbst denke, nice, ihr habt Verantwortung übernommen, ihr bringt irgendwie Spannung rein. Ich finde, es sind meistens die gleichen langweiligen Festivals, die sich eben mit ein paar tokenisierten Leuten hier und da irgendwie das Image schön putzen, aber es passiert ja. super wenig. Also es ist schon, ich glaube, die Leute kratzen an der Oberfläche, dann reicht's, aber ja, kein Tiefgang. Aber man ist dann trotzdem noch so... das i-Tüpfelchen oder so, der, ja, der genau. Glitzerfleck mhm. auf dem Ganzen. Ja, und ja. nicht zu viel, nicht zu radikal, nicht zu viel Quantity vor allem. Also ja, nicht, ja, stell dir mal vor, ein Festival-Line-Up, wo die Überzahl der Acts trans, nicht weiß, queer sind. Da würden sich alle voll drüber aufregen ja. wahrscheinlich. Oder ja. es wäre ein Thema. Und ja. weißt du, was mir jetzt so gerade in den Sinn kommt? Ich hätte auch mal richtig Bock auf einfach so ein Trans-Festival. Ja. Weil allein wir sind eine Diversität.
wir können ein fettes Line-up füllen. Voll easy. Also ich denke mir so, und darüber muss auch gar nicht geredet werden. Nein, sondern einfach nicht. Nur so, das ist ein Festival, das sind die Acts. Genau. Viel Spaß. Genau. Das könnten wir auch direkt vorschlagen, weil ich glaube, wir kennen genug tolle Leute. Ja, es gab, ehrlich gesagt, es gibt ein Fest in Wien, das heißt Popfest. Das findet schon jahrelang statt. Und dieses Jahr, am Popfest 2022, war das coolste Line-up ever. Es war genau so, wie ein Line-up ausschauen sollte. Extrem viele verschiedene coole Acts. Und auch nicht nur die Acts, die extrem oft gepusht schon werden und immer im Radio laufen, sondern voll viel Underground. Irgendwie Acts, die sonst nicht viel Aufmerksamkeit kriegen. Also da werden vor allem local österreichische Acts sehr viel gepusht. Und das Line-up kannst du dir zum Beispiel anschauen als Positivbeispiel. So soll es sein. Und das hat aber gedauert. Also erst dieses Jahr, und das gibt es ewig schon. Voll. Ja, alles hat irgendwie seine Zeit. Aber ich glaube ja ans Positive. Also das wird hoffentlich irgendwie auch immer noch ein bisschen mehr. Zumindest sind wir so lange da und so lange laut. Ja, und wir treten halt so lange in die Ärsche, oder? Bis irgendwas mal... Ja. Hast du irgendwelche absurden... Label-Nachrichten gekriegt oder irgendwelche komischen, weirden Absagen? Oder wie viele davon? Also, ja, zu viele, zahlreiche. Ich hatte vor einem Jahr, hat irgend so eine weiße Cis-Frau ein Buch geschrieben und mich eingeladen für ein riesen Interview. Und ich dachte zuerst so, cool, das Line-up für die InterviewpartnerInnen, also wer eigentlich alles interviewt wird, ist richtig stabil. Und ich war so, okay, passt, das soll voll cool sein. Und das war eines der ekelhaftesten Interviews ever. Und das war auch unbezahlt. Damals dachte ich noch, ich kann unbezahlte Interviews über Gender und so geben. Genau, und das war richtig schräg, weil diese Person hat dann damals einfach, ja, die wollte so ein Buch veröffentlichen über verschiedene Identities, aber sie hat überhaupt keinen Bezug dazu, also solche Anfragen kommen sehr oft. Das ist ja im Grunde dann auch schon eher so Pinkwashing, wenn sich Menschen, die sich nicht damit befassen, das jetzt schreiben wollen, weil es gerade gut klingt. Ja, alles Mögliche, also das war wirklich ein Haufen Müll, aber es gibt auch immer sehr schöne Anfragen und sehr coole Sachen und es wird mehr. Ja. Also ich habe schon, also langsam wird es besser oder wird es spannender oder wird es irgendwie genauer und wirklich interessierter und nicht nur so, hier ist eine Google-Frage, könntest du die bitte beantworten, weil wir wollten eigentlich über das Album sprechen, aber wie funktioniert das eigentlich mit den Pronomen oder irgend sowas? Ja. So bla 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 bla. Danke dir, danke auch für deine tolle Musik. Danke, ebenfalls. Ich lass dich jetzt hier an der Location und wünsche dir mega viel Spaß. Danke, dir auch viel Spaß am Festival. Bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.